Servus Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Overview hier in dem PTE von Play for Free, weil heute wurden ja 4 neue Waffen angekündigt und da habe ich mir jetzt einfach mal einen PTE-Account erstellt, den noch schnell installiert und jetzt habe ich hier dann die ACWR erstmal zum Testen, dann hier zu den Stats, also ihr habt einen hohen Schaden, was ich jetzt nicht so ganz bestätige, weil ich habe die Waffen schon gespielt. Dann Accuracy Very High, stimme ich auch nicht so zu. Dann habt ihr 24 Schuss in 3 Magazinen, das finde ich recht gut, dass es keine standardmäßigen 20, sondern 24 sind. Range Medium, ja, das geht schon. Und Fast Full Auto, das stimmt. Und jetzt sehen wir uns auch gleich im Game wieder. So, und hier ist jetzt die ACWR im Game. Also, ich kann euch ja schon mal das Visier hier zeigen. Das finde ich sehr schön. Und hier fliegen schon die ersten Sniper-Schüsse. Also hier habt ihr sie mal gesehen, von der Feuerrate her und so. Und ja, da hat mich auch schon eine ACWR weggeholt. Und ich möchte euch jetzt gerade einfach nur mal kurz die Waffen zeigen. Also so, keine Ahnung, 1, 2, 3 Kills machen, damit ihr da halt mal eine Einschätzung habt. Weil sonst wird das Video einfach zu lang und ich finde die ACWR eigentlich ganz gut. Jedoch soll die laut den Umfragen, die es auf der PTE-Seite gibt, erst ab Rang 28 sein. Und das ist viel zu spät. Also dafür finde ich den Rückstoß und so viel zu krass. Also dafür lohnt sich die wirklich nicht. Also so ab Rang 15 oder ab 20. Dafür finde ich es okay, aber höher würde ich sie, glaube ich, auch nicht machen. So, das waren jetzt hier dann mal ein paar Kills mit der Waffe. Und dann geht's jetzt doch gleich mal mit der Sniper weiter. So, jetzt sind wir hier beim Sniper angelangt. Und hier ist die neue Waffe, die JNG90. Und zu den Stats muss ich nicht viel sagen. Das Einzige, was interessant ist, ist die Rate of Fire. Nämlich ist es eine Very Fast Bolt Action Sniper. Also das ist genau wie die L96, finde ich. Und von der Ammo her ist es, glaube ich, auch genau wie die L96. Und bei der JNG habe ich schon ein Gameplay, das lasse ich jetzt einfach gerade mal ablaufen. So, jetzt sind wir hier im Game und hier ist jetzt dann mal die JNG90 und hier, das ist das Visier, also das ist das Standardvisier wie auch bei der M24 und so. Und so, finde ich, sieht die eigentlich ganz nett aus, die JNG90. Also ich finde sie so ganz nett gemacht, auf jeden Fall. So, hier habt ihr mal gesehen, wie diese ist. Und das ist wirklich very fast bolt, also man hat schon gesehen, dass das Teil ordentlich am Rocken ist, also mir macht es richtig Spaß, mit dem Teil zu spielen. Und da haben sie auf jeden Fall was Interessantes rausgebracht. Also finde ich richtig geil, die Waffe. Wobei ich jetzt auch nicht finde, dass es so ein großer Unterschied zur L96 oder so ist. Also ja, jetzt wurden wir gekillt, also das habe ich euch die mal gezeigt und jetzt geht es dann mit den anderen Waffen weiter. So, jetzt sind wir hier beim Medic angelangt und hier ist die neue Waffe, die L86A2, also praktisch der große Bruder von der L85A2. Und zu den Stats, also der Schaden ist hoch, das stimmt soweit. Dann die Accuracy ist very high, dann würde ich nur high machen, aber das ist Geschmackssache. Dann bei der Ammo habt ihr 90 Schuss in einem Magazin, was richtig gut ist, also 30 Schuss mehr wie bei MG36, QBB und so weiter. Dann die Range ist Medium, das stimmt, und die Feuerrate ist Medium Full Auto, also wie die L85, und die Waffe zeige ich euch jetzt natürlich auch im Game. So, nachdem ich jetzt dann zu deren wollte und gekillt wurde, bin ich natürlich wieder neu gespawnt und probiert es nochmal hier irgendwo einen Kill zu kriegen, damit ich euch das gerade mal zeigen kann. Und hier ist einer. So, also hier seht ihr den Schaden und so. Also den Schaden finde ich ganz geil. Und was ich richtig geil finde, ist der Sound von dem Teil. Also das ist ein richtig
schön tief basslastiger Sound. Und ihr seht hier im No-Scope-Feuer hat die so ihre Defizite. Und das sollte eigentlich auch schon reichen hier bei der L86. Und es kommt dann noch abschließend die schöne M5K. Und ich will nur noch gerade mal probieren hier im anvisierten Modus euch was hier zu zeigen. Also hier, ihr seht, das ist dann nur noch ein 18er Schaden und das ist dann nicht mehr so gut. Also dann komme ich jetzt noch zur M5K. Ja, und wie versprochen ist jetzt hier noch die M5K. Und wie immer komme ich gerade mal kurz zu den Stats. Also der Schaden ist hoch. Das stimmt soweit, aber auch nur, wenn der Gegner irgendwie 5 Meter von euch weg ist, danach ist es nicht mehr so toll. Und dann Accuracy Low, das stimmt soweit. Range Short stimmt auch. Dann Ammo, das ist einfach der Standardwert. Aber was besonders ist, ihr habt eine Rate of Fire, nämlich habt ihr kein Full Auto, sondern habt ihr einen sehr schnellen 3er Burst, was soweit auch stimmt, aber das seht ihr jetzt gleich im Game. Ja, und hier ist jetzt dann zum Abschluss noch die M5K. Und ich finde die Waffe, die ist eigentlich die schlechteste hier von den neuen, also die finde ich jetzt nicht so toll. Und was mir auch aufgefallen ist, schaut mal vorne aufs Visier. Seht ihr, wie das wackelt? Also das ist wie bei der UMP oder auch ähnlich wie bei der MP7 und das gefällt mir überhaupt nicht. Und sonst das Visier, das ist halt wie bei einer MP5, also hat eine sehr, sehr hohe Ähnlichkeit, finde ich. Und jetzt gucken wir hier mal noch nach ein paar Gegnern, damit ich euch das auch noch präsentieren kann. Und da sind doch schon ein paar. Also hier, der Schaden, seht ihr, so ein 25er Schaden. Hier im No-Scope trefft ihr nicht so viel und sonst ist es ganz nett, aber auch nicht so besonders. Also, ihr habt ja gesehen, der 25er Schaden, den finde ich sehr gut, aber der ist halt wirklich nur auf eine sehr kurze Distanz und es ist euch dann ja auch aufgefallen, wo es dann länger wie irgendwie, keine Ahnung, 10 Meter oder so war, war der Schaden dann schon wieder so gering, dass man wirklich sehr, sehr viel Schüsse in den Gegner erstmal reinsemmeln muss und so viel Zeit hat man meistens dann auch nicht auf dem Schlachtfeld. Und hier rennt einer, den habe ich angehittet mit einem 25er Damage. Ja, den wird sich wahrscheinlich unser Teamkollege holen. Und das soll es dann jetzt auch erstmal gewesen sein mit den neuen Waffen. Und eigentlich wollte ich euch noch ein bisschen was zeigen mit der M5K, aber mein Play for Free meinte sich aufzuhängen und darum konnte ich dann nicht mehr aufnehmen, aber trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also bis dann, ciao.